Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Sammlungsvideo für euch. Und zwar werden wir uns ein bisschen durch meine Sammlung durchspülen, werden vielleicht auch das ein oder andere aussortieren, vielleicht auch nicht, weil ich sortiere ja eigentlich sehr regelmäßig aus. Aber ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was ich alles habe. Und mit alles meine ich alles. Ich werde euch alles zeigen. Deswegen, wenn ihr daran Freude habt, es wird bestimmt ein langes Video und es wird bestimmt an mehreren Tagen gedreht sein, dann bleibt einfach dran. So, wie ihr bestimmt schon wisst, habe ich hier ja überall Alexe stehen. Hier, die zeige ich euch später, aber das ist auf jeden Fall ein Alex an meinem Schminktisch. Und da seht ihr, da habe ich diese Sachen drin. Die sind eigentlich relativ gut sortiert. Wir werden das auch nutzen, um das ein bisschen sauber zu machen. Deswegen räume ich das einmal erstmal alles raus. So, die Einlegeböden sind auf jeden Fall von IKEA. Ja, das sind diese. Vieles geht auch einfach nicht sauber, aber so ist zumindest der Staub jetzt weg. Fangen wir mit dem hintersten Fach hier an. Da sind immer meine Eyeshadow Bases drin. Da habe ich einmal hier von, seht ihr das? Ja, von Essence. Die I Love Stage. Die ist halt in so einem Applikator. Und die mag ich sehr gern. Die kommt da wieder rein. Dann habe ich hier von Rival Loves Me die Eyeshadow Matte Base. Da seht ihr schon, die habe ich auch schon ein, zweimal benutzt. Ja, die werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Dann habe ich hier von MAC ein Paint Pot, und zwar die Farbe Soft Ochre. Habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Ich werde euch so rum mitnehmen. So, jetzt seht ihr das halt so rum. Jetzt seht ihr zwar die hinteren Fächer nicht, aber ich glaube, das müsst ihr auch nicht. Dann habe ich hier den Eye Primer von Anastasia Beverly Hills. Das ist einfach nur so eine Tube. Ist ein sehr deckender. Nutze ich gerne für sehr bunte Augen-Make-ups. Wird also auch bleiben. Dann habe ich hier von Urban Decay die Primer Potion. Den finde ich okay, aber ich finde ihn jetzt nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Ich habe aber auch noch keine richtige Eyeshadow Base gesehen, die richtig was bringt. Also ihr könnt mir ja gerne mal euren Favoriten in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist der ja dann auch was für mich. Dann mache ich hinten mit den Kajalstiften weiter, weil hier hinten, was ihr jetzt nicht seht, da sind meine Kajalstifte. Da habe ich einmal von Soeva, einmal die Farbe Mr. Maybelliss, das ist so ein ganz dunkles Lila. Ich spitze die alle nochmal an. Den finde ich ganz gut, der macht auch einen ganz schönen Eindruck immer und ja, macht auch ordentlich was. Dann haben wir hier von NYX einmal die Farbe Saphir, das ist so ein Blauton. Den mag ich auch ganz gerne. Das ist halt ein sehr dunkles Blau. Und benutze ich auch gerne so wie ein Eyeliner. Der wird also auch bei mir bleiben. Dann habe ich hier von Essence einen braunen in der Farbe Teddy. Ja, der malt auch ganz schön. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Den tue ich da auch rein. Dann habe ich hier von Dior ein Kohlkajal. Das ist auch eher so ein dunkles Blau. Ich zeige euch das mal. Es ist so ein Anthrazitblau, Grau, keine Ahnung was. Ja, ist jetzt nicht so meins. Ich glaube, ich werde ihn aussortieren. So, dann habe ich hier von Trend It Up aus der Metallic Kajal Serie die 070. Das ist halt so ein metallisches
blau-grün. Ne? Finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Mag ich sehr gern, wird auch hier bleiben. Dann habe ich hier aus der Essence Electric Vibes Reihe die Farbe Paradise. Die mag ich sehr gerne aus dieser Reihe. Ich habe auch noch mehr, aber die sind dann bei meinen Face-Painting-Sachen, weil ich die mehr dafür brauche. Und den blauen kann man auch ganz gut mal im Alltag tragen. Da habe ich noch von L'Oreal Le Liner Signature, die Farbe Brown Denim. Ja, ich mag die sehr gerne so zum Hochdrehen. Und auch das ist ein anderes Braun noch als das von Essence, ein dunkleres nämlich. Und das mag ich tatsächlich sehr gern. So, dann haben wir hier einen weißen Kohlkajal von Catrice. Den mag ich sehr gerne, den habe ich eben aber erst angespitzt. Das heißt, ich kann ihn jetzt einfach so da reintun. Ja, der wird auch bei mir bleiben. Dann habe ich hier von CAT den Definer Liner in der Farbe. Hat er eine Farbe? Keine Ahnung. Naja, ist jedenfalls so ein goldiger. Seht ihr das überhaupt? Ja, den finde ich halt total schön. Der wird deshalb auch bleiben. Und dann habe ich hier noch einen schwarzen von Revolution. Ja, der ist halt einfach nur schwarz, ne? Finde ich auch sehr schön. Beziehungsweise schön, ne? Es ist halt ein schwarzer. Der wird halt einfach bleiben. So, das heißt, meine Kajalstifte habe ich auch, aber wo ist mein Hautfarbener? Ich hatte doch mal einen Nude-farbenen. Wo ist der nur hin? Vielleicht ist der noch in meinen Schminkkoffer. Also so viel zum Thema. Auch wenn man viele Sachen hat, man weiß trotzdem, was man hat. Im größten Fall, also im meisten Fall jedenfalls. So, dann machen wir hier mit der Reihe weiter. Da sind alle meine Augenbrauenprodukte drin. Da habe ich als erstes hier von Browly den Soap Booster. Der sieht auch nicht mehr so schön aus. Der ist schon auf jeden Fall benutzt. Und ja, den mag ich aber sehr gerne. Und den werde ich auch behalten. Der macht auch nicht so einen dollen Weißschimmer immer auf den Augenbrauen. Deshalb, das wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Dann habe ich, das zeige ich euch mal kurz hier, weil das habe ich woanders stehen, habe ich hier den Brow Fix, das Brow Fix Soap Stylist von Catrice. Ja, das mag ich auch sehr gerne. Wie ihr seht, ist in reger Benutzung. Ist halt eine gefärbte Augenbrauenseife und ja, funktioniert sehr gut. Habe ich auch in mehreren Farben, um dann auch andere zu schminken. Und dann habe ich hier noch das Fixing Spray, auch von Catrice, das Bang Boom Brow. Damit sprühe ich dann immer den Spoolie an, um diese Seifen zu benutzen. Ja, das habe ich aber gerade in meiner Pan Challenge, deswegen liegt das nicht hier drin. Dann habe ich hier den 24-Hour Brow Setter von Benefit. Das hat halt so ein Kämmchen, ne? Fast wie so ein Mascara-Bürstchen. Und ja, das mag ich sehr gern. Das tackert euch auch wirklich die Augenbrauen richtig fest. So, dann habe ich hier von NYX den Control Freak. Das ist auch ein durchsichtiges Augenbrauengel, was halt so ein Mascara-Bürstchen hat. Finde ich auch sehr schön, kann ich euch empfehlen. Tackert das aber nicht so extrem fest. Dann habe ich von Catrice hier den Super Glow Brows oder das Super Glow Brow Styling Gel. Das finde ich sehr schön, das ist auch sehr fest, das hat so ein ganz kleines Bürstchen. Ja, ist halt auch ein durchsichtiges Gel, mag ich. Dann habe ich hier von Got2B den Glute for Brows. Den kennt ja, glaube ich, auch fast jeder. Das hat auch so ein Mascara-Bürstchen, aber ein dünneres. Und das klebt wirklich alles fest. Also das ist ein bisschen so wie der hier. Finde ich ganz gut, funktioniert auch ganz gut für mich. Funktioniert aber, glaube ich, nicht bei allen. Ich bin der Meinung, auch schon gehört zu haben, dass es bei einigen nicht funktioniert. Und dann haben wir hier noch von Essence den Make Me Brow. Den habe ich in der Farbe Brownie Brows.
Das hat halt so ein kleines Bürstchen, ne? Und ist halt ein gefärbtes Augenbrauengel. Ja, mag ich aber auch ganz gerne. Kann man halt auch mal seine Lücken mitfüllen und finde ich gut. Und dann habe ich hier noch von Benefit den Highbrow Duo Pencil. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe, ob ich den aus dem Trashy mal hatte oder irgendwo anders her, aber das ist auf jeden Fall nichts für mich und deswegen wird mich das verlassen. Hier in diesem Fach sind meine Eyeliner drin, aber auch nicht alle. Ich habe auch sehr bunte Eyeliner, die sind dann hier nicht drin. Da habe ich einmal von Catrice den Calligraph Pro Mattliner Waterproof. Der hat so eine Spitze. Finde ich auch sehr gut und der wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Ist halt einfach nur schwarz. Dann habe ich von NYX ein Epic Ink Liner in Brown. Das ist auch so mit so einer Spitze. Der hat also Pinselhärchen da vorne. Ja, finde ich gut. Dann habe ich hier von Colourpop noch einen in der Farbe Crazy, ist glaube ich die Farbe. Hat auch so eine Spitze, ist ein ganz, ganz dunkles Blau auf jeden Fall. Ich versuche mal ein bisschen näher zu kommen damit. Ja, hat halt auch so eine Spitze, aber der verläuft tierisch. Aber ich werde ihn halt von hier, weil das sind meine Alltags-Eyeliner, zu meinen Face-Painting-Linern bringen, weil wenn ich nur so kleine Striche damit malen will, dann hält das bestimmt. Aber für den Alltag ist er dann leider nichts mehr. So, und dann habe ich noch einige von Banana Beauty, die finde ich ganz gut. Da habe ich einmal Savage Girl. Das ist so ein Grau. Ne? Also die haben so eine Spitze. Finde ich auch alle sehr schön. Ja, das Grau mag ich vor allen Dingen auch im Alltag sehr, sehr gern. Dann habe ich den Basic Bitch. Das ist ja der Standard Schwarze. Der hat auch so, also die haben eigentlich alle die gleiche Spitze. Das ist halt schwarz. Und dann habe ich hier It's Dope. Das ist halt wirklich auch so ein, ne, so ein Grünton. Mag ich auch. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Banana-Dinger. Aber ihr müsst natürlich, bestellt da auf jeden Fall mit Rabattcode, weil ohne würde ich es auch nicht machen. Ich habe hier übrigens noch einen Liner im Augenbrauenstift gefunden. Den Shape Me von Banana. Ja, der ist auch ganz schön. Der hat auf der einen Seite ein Spoolie und auf der anderen Seite so eine ganz, ganz dünne Spitze. Den kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, aber. Ja, das gleiche, was ich eben schon gesagt habe, zu den Banana Beauty Produkten, kauft ihr euch auf jeden Fall mit einem Code. So, dann habe ich hier Mascaren. Da habe ich als erstes hier meinen Lash Primer von Maybelline. Den Lash Sensational Primer. Den mag ich sehr gerne. Der hat halt so ein normales Mascara-Bürstchen. Funktioniert aber sehr gut für mich. Dann habe ich hier die Maybelline Curl and Bounce Mascara. Die mag ich persönlich auch ganz gerne. Die hat so ein leicht geschwungenes Bürstchen. Ist aber relativ schwer abzuschminken. Das muss man halt wissen. Bleibt aber. Also bei mir ziehen nicht so viele Mascaren aus, weil die eigentlich immer okay sind. Habe ich noch eine von Banana Beauty, die Define Me. Die hat so ein richtiges Tannenbaumbürstchen. Funktioniert auch ganz gut für mich. Also das sind, ich zeige euch jetzt erstmal so die, wo ich sage, die sind okay. So. Und das war es dann auch schon. Achso, nee, die hier ist auch okay. Die Originale davon, also die ohne Waterproof, die finde ich sehr, sehr gut. Und die vom Waterproof, die Waterproof finde ich okay. Die hat halt ein ganz normales Bürstchen. Funktioniert auch gut, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Die normale davon allerdings schon, ne? Also die normale ohne Waterproof finde ich sehr, sehr gut aus der Reihe. Dann einer von meinen Favoriten ist hier von Lancôme, die Hypnose Mascara. Die hat so ein Bürstchen und funktioniert einfach sehr, sehr gut für mich. Die ist auch bald leer. Ich habe aber ein Backup. Ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn mal Sale ist bei Douglas oder so. Gönnt euch die auf jeden Fall mal. So, und dann habe ich auch eine, auch aus dem teuren Segment, und zwar ist das von Mary Kay, die Lash Intensity Mascara. Und die funktioniert auch richtig gut bei mir. Die hat so ein richtig fettes Bürstchen. Normalerweise mag ich solche fetten Bürstchen überhaupt nicht.
Aber die funktioniert richtig gut bei mir und ja, die würde ich mir vielleicht auch mal nachkaufen. Die hat halt High-End-Preise, ne? Mit dem Unterschied, dass die halt kleiner ist, aber ich glaube von den Milliliterzahlen, wartet kurz, ich guck mal, wie viel da drin ist. Gut, dass das da nicht steht. Hier steht gar nicht drin, wie viel da drin ist. Ja, keine Ahnung, hier steht keine Milliliteranzahl. Naja, dann kann ich euch leider nicht sagen, ob die den gleichen Inhalt hat. Und dann habe ich hier die Sky High Mascara von Maybelline, die mag ich auch sehr gerne. Die hat so ein, ja, so ein Plastikbürstchen. Hallo, Fokus. Ja, die hat halt so ein Plastikbürstchen und ist halt sehr flexibel, ne, vom Bürstchen, seht ihr. Ja, finde ich gut, kann ich euch auch empfehlen. Sind aber auch sehr gespaltene Meinungen. Die Leute haben sehr, sehr gespaltene Meinungen zu dieser Mascara. So, und das ist die erste Schublade. Das ist schon mal gut. Und zwei Sachen haben wir auch aussortiert. So, dann gehen wir mal weiter. Also, ich muss gucken, ob ich da nicht noch was vergessen habe. Nein. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Das ist dann diese Schublade. Die hat irgendwie mal ein Konzept gehabt, aber jetzt nicht mehr so. Eigentlich sind da meine Face-Paletten drin. So, und dann sind hier aber auch noch solche Sachen drin, die zu groß sind für meine normalen Schubladen. Aber wir holen das mal erstmal wieder alles raus. So, fangen wir mit den Face-Paletten an. Da habe ich einmal von Love und Letizia Lemark diese Palette. Die mag ich auch sehr gerne. Die nehme ich oft mit in Urlaub mit. Also für mich selber sind immer solche Paletten, wo alles drin ist, am einfachsten, weil ich die dann auch gut mit in den Urlaub nehmen kann. Deshalb, ja, mag ich ganz gern. Dann habe ich hier die Physicians Formula Muromuro Butter Palette. Die mag ich auch sehr gerne und die Töne sind richtig, richtig weich. Ja, mag ich auf jeden Fall und wird deshalb auch bei mir bleiben. Wie gesagt, solche Face-Paletten nehme ich oft mit in den Urlaub. Dann habe ich hier nochmal von XX Revolution. Das ist auch so eine Palette, aber irgendwie ist sie mir zu hardcore, glaube ich. Ja, also das ist mir too much. Also der Bronzer ist mir auch viel zu hell und die anderen zwei Töne, nee. Deswegen werde ich die aussortieren. Auch für andere Leute ist die leider nichts. Ich kann ja natürlich beides behalten, aber irgendwie spricht die mich auch nicht für andere Leute so an. So, dann habe ich hier die Rimmel London Bronzing Palette. Ich werde die mal kurz swatchen. Also was mich auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal stört, ist, dass du sie mit den großen Pinseln da nicht reinkommen wirst. Aber ich werde sie auf jeden Fall noch mal testen im Gesicht, weil das habe ich nämlich noch nicht. Und dann werde ich das entscheiden, ob die bei mir bleiben darf. Aber erstmal bleibt sie, weil die Farben sind eigentlich ganz okay. Und selbst wenn sie nicht für mich bleibt, dann bleibt sie vielleicht für andere. Dann habe ich hier die Wanda Beauty Trip for Two. Da ist halt eigentlich ein Bronzer und ein Blush drin, würde ich sagen. Aber es ist mir beides, glaube ich, zu hell. Ich werde es aber trotzdem nochmal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist mir zu hell. Also die sind noch auf dem. Ich muss sie noch austesten, Haufen sozusagen dann. Dann habe ich nochmal von Physicians Formula eine Palette und zwar die Bronzer-Palette. Und die finde ich sehr schön und ja, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen und benutzen. Mag ich nur die Gerüche immer von den Physicians Formula-Paletten. Ne? Aber die wird auf jeden Fall bleiben. So, dann habe ich hier nochmal von Max & More so ein Duo. Ja, das eine ist halt wie so ein Puder und das andere soll halt ein Bronzer sein. Das Puder ist übrigens ein Highlighter. Ich werde es nochmal testen, aber ich glaube, ich fand das ganz gut. So, dann hatte ich im Trash-Paket, ich glaube von Lena, diese Catrice-Palette. Die wollte ich mir früher eigentlich immer holen. Und die fand ich auch, als ich sie getestet habe, ganz gut.
Und deshalb wird die auch bei mir bleiben, aber ich werde die mal ein bisschen sauber machen. Gut mit in den Urlaub. Ich will das mal ein bisschen sortieren nach Face- und Bronzerpalette. Das sind die, die ich noch austesten muss. Das hier sind so einzelne Paletten wie Blush und so. Und hinten sind dann die Face-Paletten. Dann habe ich hier die Rival Loves Me on My Desk Palette. Die mochte ich auch sehr gerne und die habe ich auch schon einige Male benutzt. Und die werde ich auch weiterhin benutzen. Dann habe ich hier von Rival Loves Me den Tropical Bronzer. Den habe ich ja auch schon mal aufgebraucht in der Variante und den finde ich sehr gut. Und der darf auch bleiben. Dann habe ich hier den Bronzing Babe of the Dunes. Den finde ich auch sehr schön. Der war ja mal in der LE und ja, der darf auch bleiben. Und dann habe ich hier von Catrice nochmal aus der Williams Collection hier diesen Highlighter. Und der ist auch sehr schön. Ne? Also der darf auf jeden Fall dann auch bei mir bleiben. Und dann habe ich hier nochmal eine Palette von Morphe und Maddie Ziegler. Ich glaube, so oft habe ich die noch gar nicht benutzt. So sieht die aus. Ich muss sie unbedingt noch öfter probieren, aber ich will mal versuchen, ob ich die zu meinen Lidschattenpaletten kriege. Die passt da nicht rein. Ja, okay, dann muss sie halt hier bleiben. Aber es ist schon ein bisschen nervig, dass sie da nicht reinpasst, definitiv. Aber die wird auch erstmal bleiben. So, in der nächsten Schublade habe ich hier Puder. Hier hinten liegen noch Fixing Sprays. Und ich glaube, ich mache euch das in verschiedenen Teilen. Ich glaube, ich mache Teil 1 und 2 und so. Naja, auf jeden Fall fangen wir mit den Fixing Sprays an. Da habe ich einmal von Mario Badescu das Facial Spray und das ist, riecht nach Rose. Ist auch ganz okay. Ja, benutze ich als Setting Spray halt. Dann habe ich einmal von Skindinavia das The Finishing Spray, das Bridal. Das ist auch sehr gut, das ist ein bisschen so wie dieses von Urban Decay. Das ist, glaube ich, auch die, sind glaube ich auch eine Familie wie Essence und Catrice. Dann habe ich das My Power is Earth von Essence. Ja, das finde ich auch ganz okay, ist aber mehr so ein Setting Spray. Steht auch Hydrate and Prime drauf, also für den Anfang. Dann hier ist auch eins von Essence drin. Ich glaube, das Water, weil da ist mir der Pumpstoß, dieser Pumper kaputt gegangen. Deswegen habe ich es umgefüllt. Finde ich den Geruch jetzt nicht so toll, aber ich habe auch die Flasche nicht mehr. Dann habe ich hier, das hat sich ein bisschen abgesetzt, das Liquid Powder Fixing Mist. Ja, das war auch aus der Prinzessinnen LE mit Snow White von Essence. Dann habe ich hier das Glow Mist, das hat sich auch ein bisschen abgesetzt. Ja, seht ihr das? Das ist sehr hübsch, wie die da rumwurschteln. Ja, das von, da ist Aurora drauf und das mag ich auch sehr gerne. Ich habe noch mehr Fixing Sprays, aber der Rest ist im Backup. Das sind die, die ich in der Benutzung gerade habe. Plus das normale MAC Fix Plus. Ich glaube, ihr seht, das ist fast leer. Das habe ich nämlich in meiner Pan Challenge gerade. Ja, mag ich auch. Und das Urban Decay All Nighter Sherry. Ja, in einer kleinen Reisegröße. Das macht, was es soll, aber ich mag den Geruch halt nicht. Aber das sind die zwei, die ich hier in aktueller Anwendung habe gerade. So, dann kümmern wir uns mal um Puder. Ich räume die erstmal alle aus hier. Ja, auch das sind nicht alles meine Puder. Ich habe auch noch mehr im Backup. Aber auf jeden Fall habe ich hier einmal das Rival Loves Me Ready for the Thrill Puder. Dafür hat ja, glaube ich, Maxim Giacomo mal so geschwärmt und ja, da habe ich mir das dann halt geholt. Das habe ich, glaube ich, noch nicht so viel benutzt. Nö, ist noch zu. Also habe ich noch gar nicht benutzt. Aber ja, werde ich auf jeden Fall nutzen. Aber ich glaube, ich werde es ins Backup tun.
weil das ja noch gar nicht offen ist. Ich will halt erstmal meine offenen Dinger her, bevor ich die anderen öffne. Dann habe ich hier nochmal von Maxime Giacomo und Rival d'Osmi das Holy Grails Puder. Das habe ich ja schon geöffnet und deswegen werde ich das hier reintun. Das finde ich auch sehr gut. Dann habe ich noch ein loses Puder und zwar von Laura Mercier, das Translucent Powder. Und das mag ich tatsächlich auch sehr gerne und das wird auch bei mir bleiben. Das IT Cosmetics Bye Bye Pores Puder habe ich, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Wartet. Nee, das habe ich noch nicht benutzt. Das wird auch erstmal im Backup wieder zurückgehen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht alle öffnen. Dann habe ich von Pace oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, dieses Puder, das Bamboo Powder. Das ist auch so ein weißes. Das muss ich noch mehr austesten. Da weiß ich nicht, wie das ist. Dann habe ich hier von Rival Loves Me das Beauty Booster Powder. Das hatte ich im Trashy, glaube ich. Das werde ich auch noch austesten. Also hier ist dann so, nein, mein Testhaufen kriege ich mal daneben. Dann weiß ich, dass ich die noch testen muss. Die sind dann nämlich schon offen und die müssen noch mehr getestet werden. Dann habe ich hier von Action mir so ein Cherry Licious Powder mitgenommen. Das ist aber auch noch zu und das werde ich deshalb auch im Backup tun. Erstmal die, die ich offen habe, ne? Da habe ich hier das Mana Kadar Puder Step Free Perfect, keine Ahnung was. Das habe ich schon mal benutzt, aber da muss ich gucken, ob mir das gefällt. Das weiß ich nämlich gerade nicht aus dem Kopf. Deshalb werde ich das hier zum Testen hinlegen. Dann habe ich von Maybelline das Matte Maker Powder. Das mag ich sehr gern. Ja, das ist ein solides Puder und das wird auf jeden Fall auch bei mir bleiben. Dann habe ich von L'Oreal Infallible das Fresh Wear. Das ist eigentlich eine Puder Foundation, aber ich nehme das ganz gerne als Puder mit Deckkraft. Das ist die Farbe True Beige. Ja, so sieht das aus. Finde ich gut. Wird bei mir bleiben. Dann habe ich gerade im Video getestet hier das Poreless von Catrice. Das finde ich auch sehr gut. Das geht aber, glaube ich, aus dem Sortiment raus. Kann ich euch aber empfehlen. Ist ein Duped oder soll ein Duped sein zu den Charlotte Tilbury Puder. Wird auch behalten. Dann habe ich hier von NYX das High Glass Puder. Das mag ich sehr gerne. Das ist ein Dupe zu den Hourglass Pudern. Und das finde ich auch sehr gut und das wird auf jeden Fall auch bei mir bleiben. Dann habe ich hier von Trended Up das Skin Supreme Compact Puder. Das habe ich auch noch nicht so viel getestet. So sieht es aus. Muss ich auf jeden Fall noch mehr testen, damit ich weiß, ob es mir gefällt. Deswegen tue ich es erstmal dahin. Da habe ich hier das Soft Compact Powder von Manhattan in der Farbe Natural. Das finde ich jetzt nicht so super, aber da das kurz vorm Pan ist, werde ich das jetzt nicht aussortieren, sondern einfach aufbrauchen. Dann habe ich tatsächlich das von Hourglass, das Ambient Lightening Powder, wo ich sagte, das ist das andere von NYX ist ein Dupe dazu. Ja, ich habe das in der Farbe Dim Light. Mag ich auch sehr gerne. Ja, wird auf jeden Fall behalten. Ich meine, hallo, das ist super teuer. Das wird aufgebraucht. Dann hatte ich im Trash-Paket dieses Mosaik-Powder. Das finde ich auch sehr schön. Das hat halt auch eine Deckkraft. Mag ich auf jeden Fall und wird auch bei mir bleiben. Da habe ich von Essence das Brighten Up Puder. Das hat dieses leicht gelbliche. Das mag ich auch und ja, wird deshalb auch hier bleiben. Dann habe ich auch nochmal von Essence das Wanna Be My Honey Powder. Das ist ja aus einer LE gewesen. Das ist ein weißes. Funktioniert aber sehr gut. Macht auch ein sehr schönes, softes Gesicht. Und deswegen wird das auf jeden Fall bei mir bleiben. Ja, das sind erstmal so meine Puder. So, und die anderen stelle ich jetzt doch hier neben, damit das nicht immer wegrollt. So, aber ich weiß ja, dass die da stehen, muss ich dann noch testen.
Habe ich hier noch was? Ja, ich habe hier noch gerade in meiner Anwendung zur Testphase das CRT Translucent Extraordinary Puder. Ja, das ist auch so ein weißes Puder und das habe ich gerade in der Testung quasi. Ich glaube, es hat auch einen ganz leichten Schimmer mit drin. Finde ich bis jetzt ganz gut. Die kommen hier im Backup. Und wir kümmern uns um die nächste Schublade. So, hier sind jetzt Foundations und Primer drin. Da habe ich diese Organizer von Tidy Ups drin. Ich werde aber erstmal alles ausräumen. So, fangen wir mit den Foundations an. Zuerst nehme ich mal die, die ich schon getestet habe und weiß, dass sie mir gefallen. Da habe ich einmal hier von Maybelline, ich hole euch mal ein bisschen näher, hier von Maybelline die Superstay Active Wear. Oder nee, ich sortiere das, glaube ich, nach... Ja, ich möchte das nach Namen sortieren. Also ich zeige euch die trotzdem erstmal. Das ist auf jeden Fall die von Maybelline. Dann habe ich hier von L'Oreal die Infallible Total Cover. Also da werde ich wahrscheinlich nichts aussortieren, weil Foundations teste ich immer regelmäßig. Dann habe ich hier die Catrice All Matte Shine Control. Dann habe ich hier die von Estée Lauder, die Double Wear. Mag ich sehr, sehr gerne übrigens. Dann habe ich hier von Dior die Forever Skin Glow. Die mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich hier von Rival Loves Me die Perfect, das Perfect Matte Make-up. Dann habe ich hier von Asam Beauty das Magic Finish Compact Foundation. So sieht es aus. Ich weiß, sieht gerade nicht so schön aus. Ich mache das mal sauber. Aber das mag ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Bin sowieso im Moment sehr für Creme-Produkte zu haben. Habe ich nochmal von Maybelline die Fit Me Luminous and Smooth. Dann habe ich von Rival Loves Me die HD Perfection Foundation. Dann habe ich von Revlon die Colorstay Foundation. Das ist eine meiner liebsten Foundations. Dann habe ich von Wet n Wild die Photo Focus Foundation in Dewy. Die finde ich okay. Dann haben wir hier Trended Up 2 in 1 Camo. Dann habe ich hier von Max & More die Foundation. Dann habe ich nochmal Maybelline Matte & Porous. Dann habe ich von Judith Williams, Judith's Long Lasting Foundation. Dann habe ich von Essence die Pretty Natural Foundation. Dann habe ich von Kiko die Wonder Woman Foundation. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Dann habe ich die auch von Essence die Fresh and Fit Foundation. Dann habe ich von Charlotte Tilbury die Airbrush Flawless Foundation. Die mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich von Rival de Loop die Hyaluron Foundation. Dann habe ich von Maybelline die Dream Radiant Liquid Foundation. Dann habe ich von Too Faced die Born This Way Foundation. Ja, und das waren meine Foundations, glaube ich. Nee, ich habe noch eine von Strong Cosmetics. Die kann ich euch jetzt aber gerade nicht zeigen, die ist so weit weg. Ja, und wir wollten die ja nach Marken sortieren. Deswegen kommt natürlich Asam nach vorne.
So, die Foundations haben wir schon wieder einsortiert. Dann zeige ich euch jetzt mal meine Primer. Da habe ich von Rival de Lubiang den No Filter Needed Primer. Dann habe ich von By Terry den Hyaluronic Hydra Primer. Dann habe ich von Rival de Lube den Illuminating Primer. Dann habe ich von Smashbox den Photo Finish Primer. Dann habe ich von L'Oreal den Indefectible Primer. Dann habe ich von How Cosmetics das Indigo Child. Dann habe ich von Catrice den Fresh It Up Primer. Dann habe ich von Manhattan den Matte Primer. Dann habe ich von Essence den Poreless Skin Blurring Putty Primer. Die Reihe finde ich von Essence übrigens sehr gut. Da gibt es ja mehrere davon. Mag ich sehr gern. Dann habe ich von Rival Lost Me in Maxim den Holy Grails. Dann habe ich von Elf den Tone Adjusting Face Primer. Dann habe ich von Revolution Pro den Pore Primer. Habe ich von Essence den What's Your Fruit Mood Primer. Dann habe ich von Clinique den Even Better Glow. Ach, das ist Make-up. Okay, das werde ich aussortieren. Solche kleinen Proben mache ich nicht. Da habe ich von Essence noch den Hydrating and Skin Refreshing Primer. Dann habe ich von Free Ina X Primer den Matte & Smooth Primer. Da habe ich von L'Oreal den Glow Cherie. Den mag ich auch sehr gern. Ach doch, dann habe ich noch von Essence den aus der Wanna Be My Honey. Der ist aber auch oben in meiner grabigen Benutzung. So, dann habe ich Concealer. Und zwar habe ich da einmal von Essence aus der Skin Loving Sensitive Reihe. Den finde ich ganz gut. Der ist nicht so extrem deckend. Dann habe ich von Catrice den One Drop Coverage. Den habe ich auch schon mal wieder. Das ist mein zweiter. Den habe ich schon einmal aufgebraucht. Finde ich auch gut. Dann habe ich hier auch von Catrice den True Skin Concealer. Den mag ich auch. Der ist halt, der hat so eine mittlere Deckkraft. Dann habe ich hier den von Banana Beauty. Der ist mir schon fast ein bisschen zu deckend, aber brauche ich halt manchmal auch. Vor allem, wenn ich andere Leute schminke. Dann habe ich hier den Elf Hydrating Carmo Concealer. Der ist mir teilweise auch ein bisschen zu deckend, aber ist noch okay. Und dann habe ich von Maybelline den Fit Me Concealer. Und den mag ich sehr gerne. So viele habe ich nämlich gar nicht. Übrigens von den Primern habe ich auch noch welche im Backup. Foundations sind alles die ich habe. Aber Primer habe ich auch noch im Backup. Aber ich mache halt immer, wenn ich einen aufgebraucht habe, tue ich einen neuen wieder dazu. So, dann habe ich auch noch, das sind jetzt nicht direkt Concealer, aber ich habe halt so heller und dunkler Machttropfen hier von Catrice. Auch, die brauche ich immer mal. Dann habe ich auch noch mal heller Machttropfen von Gatsby, weil meine hellen fast leer sind. Und dann habe ich noch mal einen Color Correcting Concealer von BH Cosmetics. Ich selber brauche den nicht, aber bei anderen brauche ich den manchmal. So, und dann kommen wir zu meinen BB Creams und so. So, als erstes habe ich hier von Asam das Magic Finish. Das mag ich sehr gerne und ja, mag ich halt. Dann habe ich hier von Flora Mare, ist ja quasi auch Asam, dieses Weightless Tinted Moisturizer. Den nehme ich aber mal hier hinten hin, weil der passt da nämlich nicht hin. Dann habe ich von Banana Beauty das My BFF Cream. Das steht tatsächlich auf meiner Abschlussliste. Ich werde es nochmal probieren und wenn das dann aber immer noch nicht für mich funktioniert, wird es ausziehen. Dann habe ich hier von Essence die You Better Work in Medium. Die finde ich nicht so gut, deswegen wird die mich jetzt verlassen. Und dann habe ich den Hydro Hero von Essence.
der wird bei mir bleiben. Den habe ich noch nicht so oft getestet, aber bisher fand ich ihn gut. Und dann habe ich von Eborian die BB Cream. Die habe ich mir nach, oder die habe ich jetzt nochmal im Backup, weil ich die sehr gut finde. Und ja, das. Dann habe ich hier von Kiko die Green Me Hydrating BB Cream. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Habe ich noch kein richtiges Bild quasi zu. Dann habe ich hier von L'Oreal hier die Perfect Match Nude Serum Foundation quasi. Die finde ich sehr, sehr gut und kann ich euch auch empfehlen. Benutze ich sehr gerne. Habe ich auch in anderen Farben für andere Leute dann. Dann habe ich hier die Skin Paradise von L'Oreal. Die ist okay, aber ist nicht so berauschend. Dann habe ich hier das Skin Realist von Nabla. Habe ich leider in einer etwas falschen Farbe. Das passt hier leider auch nicht in meine Aufbewahrungen. Deswegen muss ich es da nämlich auch mit hinlegen. Aber finde ich bisher auch ganz gut. Dann habe ich hier von Trended Up das Hydro Stay. Das ist ein ganz gutes Dupe zu den L'Oreal, wenn man das ein bisschen günstiger haben will. Funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Mag ich auch. Und dann habe ich von Pretty Vulgar, das habe ich nachgekauft, das Blurring Beauty Mousse. Das mag ich sehr, sehr gerne und kann ich euch auch empfehlen. Ja, da sind wir hier mit der Schublade fertig. Kommen wir zu der letzten und da sind Blushes drin. Achso, guck mal, ich habe hier noch einen Concealer von Manhattan, den Wake Up Concealer, den mag ich nämlich auch. Wir packen erstmal aus. Hier haben wir Highlighter. Fangen wir mal an mit den Blushes. Da haben wir Art Deco. Und zwar habe ich da diesen, den Bronzing Blush. Das ist dieser, den mag ich auch sehr, sehr gern. So, dann habe ich hier von Catrice eine Blush Box. Und zwar ist es die Farbe It's Wine O'Clock. Die ist halt so ein bisschen dunkler, die mag ich auch sehr gern. Dann habe ich hier von Love das Heartful Healthy Glow Blush. Ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe, mag ich auch sehr gern. Dann habe ich hier von, weiß ich gar nicht, Blind Date. Den mag ich tatsächlich nicht so, deswegen werde ich den aussortieren. Dann habe ich hier von Bella Pierre ein Creme Blush. Mag ich sehr gern, ist die Farbe Pink. Ja, wird auch bei mir bleiben. Dann habe ich von Lottie London hier die Farbe Haze, mag ich auch sehr gerne. So, dann habe ich hier auch nochmal ein Creme, ein Liquid Blush von Catrice und Jenny. Das ist die Farbe Karma, die mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich von Essence hier ein Blushleiter und zwar in der Farbe Cassie Sunburst, mag ich auch. Dann habe ich von Rival Loves Me hier die Boho Vibes, das ist eigentlich ein Highlighter mit Blush. Ja, finde ich auch ganz gut. Dann habe ich von Natasha Denona den Bloom Highlighting Blush. Den mag ich auch sehr. Ist eine sehr krasse Farbe. Dann habe ich hier von Manhattan den Maxi Blush in der Farbe Rendezvous. Das ist nicht meine Farbe, deswegen tue ich den aber zu den, wo ich andere Leute schminke. Dann habe ich von Miss Lynn den Cutie Pie. Das ist dieser. Auch total süß. Dann habe ich von Pretty Vulgar hier den in der Farbe Shameless Flirt. Ich habe auch noch einen anderen, der steht aber in meiner Wall of Fame. Das ist diese Farbe. Da habe ich von Max Factor die Farbe Cheeky Coral. Mag ich auch sehr. Dann habe ich hier von Ustar
Wild Blush, die Farbe, ja, keine Ahnung, Wild Blush halt. Oh, ja, das mag ich auch sehr gerne. Sowas mag ich, muss ich nur gucken, ob wenn das nicht zu hell ist, aber werde ich auf jeden Fall ausprobieren, habe ich nämlich noch nicht. Dann habe ich hier von Revolution eine Farbe, und zwar die Farbe 9. Die war, glaube ich, im Adventskalender mal. Mag ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier einmal von Makeup Academy Blushed, die Farbe Atomic Tangerine. Mag ich auch sehr gern. Da habe ich von Catrice hier eine Blushbox sozusagen. Also so ein Duo. Das war in der Glow, wie heißt das? Glow and Bloom LE. Mag ich sehr gerne. Bleibt. Dann habe ich von Manakada hier den Bloom Blushleiter. Mag ich auch sehr gerne. Bleibt auch. Dann habe ich von Love hier Blush Man Blurring Blush. Das ist diese Farbe. Auch erstmal bleiben. Wie gesagt, hier bei den Highlightern und Bronzern und Blushes sortiere ich schon immer sehr viel aus. Dann habe ich hier aus der Essence Wonderful Pink and Proud LE hier diesen Blush. Den mag ich auch sehr gerne. Da kann ich aber das Sicherheitssiegel hier wegnehmen. Ne? Der bleibt auch. Dann habe ich hier nochmal ein Cream Blush von Maybelline. Und zwar die Farbe Flirty Pink. Mag ich auch sehr gerne, wird auch bleiben. Da habe ich hier von Lottie London die Farbe Zack. Das ist auch nicht meine Farbe, wird aber halt nach oben wandern zu denen, wo ich andere Leute schminke. Dann habe ich von Kiko einen Blush, der ist mir runtergefallen, den musste ich neu pressen. Deswegen sieht er jetzt nicht mehr so schön aus hier. Aber der wird auch bei mir bleiben. Und dann habe ich hier von MAC noch ein Extra Dimension Blush. Der ist auch mit Schimmer. Und die Farbe heißt For Sugar. Und die wird auch bei mir bleiben. So, das sind soweit die Blushes. Ja, da oben habe ich nur noch einen Highlighter. So, dann kümmern wir uns mal um die Bronzer. Da habe ich als erstes hier den Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und der riecht auch immer noch schon nach Schokolade übrigens, obwohl er schon ein bisschen älter ist. Dann habe ich hier von Sunny Cosmetics den Bronzer. Den habe ich noch nicht getestet, muss ich unbedingt mal tun. Bleibt deshalb aber auch erstmal. Dann habe ich hier von Revolution ein Chocolate Heart, da ist eine Ecke rausgebrochen. Benutze ich aber auch sehr gerne, wird auch bei mir bleiben. Dann habe ich hier von Art Deco den Glow Bronzer. Ja, auch den mag ich sehr gerne. Die LE war auch echt richtig gut. Dann habe ich hier von NARS, wie gesagt, den Laguna Bronzer. Ja, mag ich auch sehr gerne. Da habe ich hier von Revolution den Coffee Bronzer Latte. Ja, mag ich auch. Und auch das Packaging, ne? Da habe ich hier aus der Catrice LE den Luminous Bronzer. Mag ich auch sehr gerne. Gibt es ja aber leider nicht mehr. Da habe ich von Art Deco hier auch aus einer LE den Four Seasons. Ja, mag ich auch. Ich mische da einfach mal alle Farben miteinander. Dann habe ich hier von Essence den Hello Good Stuff Bronzer. Den mag ich auch. Den Geruch finde ich persönlich aber nicht so angenehm. Dann haben wir hier den Terra de Sol Bronzer. Ist ein bisschen so wie ägyptische Erde, würde ich sagen. Ist okay. Dann haben wir hier von Maybelline den City Bronzer. Den werde ich jetzt tatsächlich auch mal nach oben tun, weil der mir zu hell ist. Das heißt, ich werde ihn für andere Leute dann nutzen. Dann habe ich hier Hashtag GiveWimLalaBeauty. Diesen Bronzer finde ich auch okay. Dann habe ich von Altera den Multicolor Bronzer. Dann habe ich von Love und Hatice Schmidt den. Da ist nicht mehr so viel drin. Mag ich auch. Dann habe ich von Cardo
Einmal diese Farbe. Dann habe ich von Essence den Adventure Awaits. Den musste ich auch neu pressen. Mag ich aber auch sehr gern. Da habe ich von Catrice den Sunlover Glow Bronzer. Mag ich auch richtig gern. Schimmernden. Da habe ich hier von MAC, das ist allerdings eigentlich ein Blush, und zwar der Harmony Blush, aber den nutze ich als Bronzer bzw. Contour. Und deswegen bleibt der auch. Ja, das sind die Bronzer gewesen. So, und dann widmen wir uns jetzt den Highlightern. Da habe ich als erstes von MAC aus der Aladdin LE diesen. Das ist die Farbe Always Jump Ahead. Der wird natürlich bleiben. Dann habe ich hier von Catrice aus der Glow Patrol LE, da habe ich einmal die Farbe Icon, wird bleiben. Dann habe ich einmal die Farbe Muse aus der gleichen LE, wird auch bleiben. Dann habe ich nochmal aus der neueren Catrice LE, aus der Glow and Bloom habe ich die Farbe Daisy Blossom. Das ist diese Farbe, ja. Mag ich auch sehr gern, kann ich euch auch empfehlen. Dann habe ich von Wet n Wild noch ein, und zwar die Farbe Blossom Glow. Auch die von Wet n Wild sind immer sehr gut. Dann habe ich von Trended Up Natural Radiant Bronzer und der ist, Highlighter. Und der ist auch wirklich natural, also der ist nicht so stark. Der ist auch ganz schön mal für den Alltag. Ja, Essence habe ich super viele Limited Editions, und zwar einmal hier den Pac-Man. Das war die hellere Farbe, finde ich richtig gut. Dann habe ich hier den Coffee to Glow, diese Highlighter-Perlen. Die riechen richtig gut nach Kaffee übrigens. Dann habe ich hier aus der Vintage Beach, habe ich diesen. Das ist auch ein sehr natürlicher. Mehr Essence, ja, hier. Berry On Highlighter, hat sogar schon ein Pattern. Vielleicht ist er kaputt, wenn ich so weitermache. Dann habe ich hier von Sunny Cosmetics noch einen. Der sieht so aus, den habe ich auch noch nicht wirklich benutzt. Muss ich auf jeden Fall noch tun. Dann habe ich von Becker hier einmal den mit Hatice Schmidt. Ja, den Berlin Girl Glow. Der ist aber neu gepresst. Und dann habe ich den Opal auch von Becker. Der sieht so aus. Dann habe ich von Revolution den Madame. Das ist der mit der Pfote. Mag ich auch sehr gern. Dann habe ich von Ofra die Farbe Rodeo Drive. Das ist der in der Mini-Variante. Dann habe ich hier auch von Revolution den Batman. Ja, mag ich auch sehr. Habe ich von MAC den Soft and Gentle, ist glaube ich auch ein Klassiker. Von Miss Lynn den Sweetie Cupcake, auch den mag ich sehr gern, der ist sehr süß. Dann habe ich hier von Kiko noch einen, und zwar aus der Unexpected Paradise LE. Der sieht so aus, auch sehr hübsch. Dann habe ich hier von Maybelline den Face Studio Chrome Extreme. Ja, der ist wirklich recht extrem, mag ich aber auch sehr gern. Dann habe ich nochmal von Revolution den Defrosted Highlighter. Ja, der sieht so aus. Der ist auch sehr schön. Dann habe ich hier noch aus der Holy Grails Reihe den von Maxime. Den werde ich jetzt aber mal hier an die Seite stellen. Und einmal noch von Revolution den Peach irgendwas. Tasty Peach. Ja, finde ich auch sehr gut, werde ich auch hier an die Seite stellen. Dann habe ich hier noch zwei Liquid Highlighter. Upsala. Aber ich benutze Liquid Highlighter überhaupt nicht. Deswegen werde ich die aussortieren. Ja, Lieben, und damit sind wir mit den ersten Alix erstmal fertig. Und ich werde hier einen Cut machen. Und dann sehen wir uns in Teil 2 weiter. Gerne dem Video einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gerne Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare und versuche sie auch alle immer zu beantworten. Also, ja. Das war der erste Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, ne, wisst ihr Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.